Einmal im Jahr hat Mutti frei. Heute gehen die Männer mal um 12 Uhr halb besoffen in die Küche, machen ein Rührei und schmeißen es der Frau aufs Bett. Es ist Weltfrauentag und zur Einstimmung haben uns heute Morgen am Kiosk eine ofenfrische Frauenzeitschrift gegönnt, die In Touch. Themen, die uns Frauen bewegen, Schminktipps, Fashion. Da ist auch ein ganz toller Beitrag zum Thema Time. Achtung, Achtung, Emma Watson, Time Apostrophs. Ab, Time Apostrophs Ab Initiative drin. Ein ganz, ganz toller Artikel. Hier auf Seite 45 in der aktuellen In Touch. Schauen Sie mal hier. Zwei Fotos. Wer trägt es besser? Keine Frage, auch wir unterstützen die Time's Up-Kampagne aus Hollywood und applaudieren den Damen, die sich mit dem T-Shirt für die Rechte der Frauen stark machen. Während Scarlett das Statement-Piece lässig zur Jeans stylt, zieht Olivia mit heißen Overknees alle Blicke auf sich. Toll, wie die InTouch sich für Frauen stark macht und sie nicht nur darauf reduziert, ob sie geil aussehen oder nicht. Ich finde, wir sollten uns dazu dringend mal eine zweite Meinung einholen von jemandem, der sich mit Overknees auskennt. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte mit mir Miss Overknee Koblenz 1995, Frau Sophie Passmann. Servus. Du, toll siehst du aus. Lass mich. Toll. Du hast den Artikel auch gelesen in der InTouch, ne? Wer trägt es besser? Ja, was sagst du als Frau dazu? Im Grunde das Gleiche wie du. Es ist scheiße und fasst die gesamte Debatte in einer Bildunterschrift zusammen. Ja, wie scheiße, ne? Olivias Overknees sind halt einfach heißer als Garland's Statement Piece. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja, nicht mal vielleicht. Lass uns einfach lieber über die Rubrik sprechen. Wir haben eine Rubrik. Ach ja, genau, unsere Rubrik. Wir vom Neo Magazin Royal, wir wollen ja anlässlich des Weltfrauentags die Witze nicht nur von mir, einem sehr, sehr heterosexuellen weißen Cis-Mann machen lassen, sondern auch mal die weibliche Perspektive beleuchten. Deswegen machen wir jetzt hier eine neue Rubrik. Haben Sie, glaube ich, einmal schon gehabt in der Sophie, die Möglichkeit hat, Gags auf ihre Art zu machen, also die weibliche Art, und ich auf meine männliche, hetero-Mann-Art. Ne? Gibt's mittlerweile Namen für die Rubrik? Du, wir wollten noch warten, bis du da bist, dann brainstormen wir zusammen. Wir sind ja beide selbstverständlich gleichberechtigt, also würde ich sagen, jeder trägt 50% zum Titel der Rubrik bei. Ich sag einen Teil des Rubriktitels und du einen Teil und bei drei würde ich sagen. Wir zählen runter. Und eins, zwei, drei. Das Gleichberechtigungsmagazin. Dicke Titten? Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, ob das ein guter Rubriktitel ist. Dicke Titten. Das Gleichberechtigungsmagazin. Hey Sophie, wir haben das noch nie zusammen gemacht, ne? Ich denk mal, du hast keine Ahnung, wie das jetzt laufen soll, deswegen erkläre ich das vielleicht mal ganz kurz. Ich habe mich vor der Sendung informiert, doch. Also gleich kommt ein aktuelles Thema und wir beide müssen dann versuchen, den bestmöglichen Gag darüber zu machen. Ich kenne den Ablauf, ja. Ja, aber wir fangen einfach mal an, Learning by Doing. Ich als Mann mache den Gag und du als Frau dann entsprechend. Mhm. Norwegische Forscher haben herausgefunden, tägliches Putzen ist genauso schlecht für die Gesundheit wie 20 Zigaretten pro Tag. Durchgeführt wurde die Studie nur an Frauen. Okay, Achtung Greifswald. Die Norweger sind über dieses Ergebnis so entsetzt, sie wollen jetzt der Gesundheit ihrer Frauen zuliebe zu Hause nicht mehr auf den Boden aschen. Die norwegischen Männer haben jetzt große Angst, wenn Putzen genauso gefährlich ist wie Rauchen, ist dann Passivputzen genauso gefährlich wie Passivrauchen. Die ersten Kneipen haben jetzt schon extra Räume für Frauen, in denen sie sich mit ihren Freundinnen gemütlich feucht durchwischen können zusammen. Einfach so als Meeting. Aber du tust so, als wäre Putzen automatisch so ein Frauending. Also es ist nicht so, als hätten wir einen Raumpflege gehen und sind süchtig nach Klostein. Du hast doch auch gerade einen Witz darüber gemacht. Wenn ich als Frau einen platten Witz darüber mache, dass Frauen gerne putzen, bin ich selber Opfer von dem Witz. Du trittst aber einfach nur nach unten. Ja, nächstes Thema. Das Europäische Statistikamt hat veröffentlicht, in Deutschland sind mehr Frauen von Armut bedroht als Männer. Die meisten Frauen sind einfach nur froh, dass es mal nur Armut ist, von der sie bedroht werden. Frauen sind öfter von Armut bedroht als Männer. Viele Frauen geraten jetzt in Panik zum Pfandflaschensammeln habe ich gar nicht die richtigen Schuhe. Ah. Oh, wow, weil wir Frauen alle einen Schuhtick haben. Das ist ein Witz gewesen. Nächstes Thema. Im Iran wurden 35 Frauen verhaftet, weil sie sich im Stadion ein Fußballspiel anschauen wollten. Grund für die Verhaftung: Die Polizei hatte keine Zeit, vor Spielbeginn 35 Mal Abseits zu erklären. Frauen haben alle keine Ahnung von Fußball. Das ist ein schönes Klischee von 1950. Ja, Gassi, mach doch was Besseres. Okay. Die FIFA kritisierte die iranische Regierung dafür aufs Schärfste, wenn die Frauen schon mal da sind, können sie wenigstens die Pinkelbecken putzen. Ganz gut. Aber du darfst Witze über putzende Frauen machen und ich nicht, oder was? Das ist doch ungerecht. Ja, stimmt. Wir Weiber haben es so viel besser. Wollen wir weiter Witze drüber machen, über Frauen, die verhaftet werden, weil sie nicht ins Fußballstadion dürfen? Ich finde es super, wenn Frauen im Stadion Fußball gucken.
In der Zeit können sie wenigstens nicht selber Fußball spielen. Weißt du, ich möchte an der Stelle abbrechen. Wieso, warum das denn? Das war doch ein Spaß jetzt nur. Jo, du wirst ja auch von niemandem unterdrückt oder schlechter bezahlt oder verhaftet. Mein Gott, musst du gleich so hysterisch werden oder was? Das ist genau das, worum es geht. Wenn Frauen einmal den Mund aufmachen, sind die direkt hysterisch. Du bist hysterisch! Du bist hysterisch! Du bist hysterisch! Dicke Titten. Das Gleichberechtigungsmagazin.